Ich würde nochmal aufsetzen bei den Wavelets, da hatten wir das letzte Mal aufgehört. Was war die fundamentale Idee von den Wavelets? Im Gegensatz zur Fourier-Analyse oder auch zur diskreten Kosinus-Transformation oder den ganzen Varianten, die es davon noch gibt, da gibt es auch noch sowas wie eine Hadamard-Transformation. Der fundamentale Unterschied von der Wavelet-Transformation zum Beispiel zu Fourier ist, dass die Wavelets zwei Aspekte mitnehmen. Und zwar sind sie sowohl lokalisiert im Frequenzraum, das heißt, wir analysieren, welche Schwingungen in einem bestimmten zumindest mal Frequenzband vorhanden sind. Sie sind aber auch lokalisiert gleichzeitig im Ortsraum. Also wir haben hier beides zu einem gewissen Maß. Fourier kann keinerlei Aussagen über den Ort machen. Die Betrachtung im Ortsraum ergibt eben die genaue Information, was irgendwo an einem bestimmten Ort passiert, aber wir können nichts über die Schwingungen aussagen, die in dem Signal enthalten sind. Und mit den Wavelets hat man eben versucht, einen hybriden Ansatz zu finden. Sie können damit sowohl analysieren, was sich in einem gewissen Frequenzband abspielt, sie können das aber auch mit einer gewissen Unschärfe auf den Ort festlegen. Um das zu tun, dafür nimmt man diese Wavelets, die da vor allem von der Frau Dobici entdeckt wurden. Hier haben wir eines dieser Wavelets. Die rote Kurve ist das Wavelet. Genauso wie Sinus und Cosinus ist es integriert 0. Also es ist genauso häufig über der Achse wie unter der Achse. Sehen wir es, wenn man diesen Teil hier zusammennimmt, ist er genauso groß wie dieser und dieser. Also wenn Sie das integrieren, kommt 0 raus. Und wenn Sie jetzt diese zackige Kurve, die man jetzt erstmal schwer interpretieren kann, es gibt jede Menge Wavelets und das ist dieses Dobici 4 Wavelet. Wenn man so ein Wavelet mit einer Funktion multipliziert, dann kriegt man anschaulich gesprochen als Antwort, in welchem Maß hier diese Schwingungen in unserem Signal enthalten ist. Das ist erstmal schwer zu interpretieren. Ja, da stecken viele Frequenzen drin und das ist ja auch nur auf einem gewissen Bereich, nämlich auf diesem kompakten Support, also von hier bis hier in dem Fall so ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, man hat also damit gemessen, die Ähnlichkeit des Signals, was man analysieren will, mit dieser Wavelet-Funktion. Zu der Wavelet-Funktion gibt es auch noch die sogenannte Skalierungsfunktion, die ist hier in blau dargestellt. Und diese Skalierungsfunktion ist sowas wie der Tiefpass. Also wenn das hier der Hochpass ist, diejenige Struktur, die mir die hohen Frequenzanteile aus dem Signal rausnimmt, dann ist die Multiplikation mit dem blauen sozusagen der Rest. Also das sind die tiefen Frequenzanteile. Und so kann man die Funktion zerlegen in diesen Hochpass und in diesen Tiefpass. Und das tut man auch gewissermaßen nur an diesem Ort. Da gibt es verschiedene Arten von Wavelet-Transformationen. Sie können dieses Wavelet entweder kontinuierlich über Ihr Signal schieben, also in beliebig kleinen Schritten, oder Sie können das ist dann die sogenannte dyadische Wavelet-Transformation, Sie können das Signal wiederholt in der Mitte teilen und dann jeweils auf die Teilungen wieder eine skalierte Version von diesem Wavelet loslassen. Also Sie nehmen erst das gesamte Signal, dann skalieren Sie dieses Wavelet so, dass es wirklich vom Anfang bis zum Ende geht. Dann holen Sie sich diese Schwingungen raus aus dem Signal, dann teilen Sie das in der Mitte und dann verkürzen Sie Ihr Wavelet auf die halbe Länge, also Sie stauchen das zusammen, dafür wird es entsprechend höher und dann lassen Sie das Wavelet auf den ersten Teil des Signals los und auf den zweiten. Und dann können Sie diese wieder teilen und dann haben Sie praktisch ersten, zweiten, dritten und vierten Teil. Das werden wir auch gleich mal am Beispiel machen. Und so können Sie also Ihr Signal sukzessiv in kleinere Frequenzbänder, wobei man Frequenz sollte man eigentlich gar nicht mehr sagen, zerlegen. Die reine Analyse, wie gesagt, kann auch dadurch passieren, dass Sie hier diese rote Kurve kontinuierlich über das Signal schieben. Das können Sie auch wieder in verschiedenen Skalen tun. Also Sie können das mit einem schmalen Wavelet machen und Sie können das mit einem breiten Wavelet machen oder Sie können das mit allen möglichen Skalen dazwischen tun. Sie kriegen dann sowas wie, man sagt dazu in der Literatur, die Abtastung ist, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, overcomplete. Also Sie haben sozusagen das Signal in mehr Koeffizienten zerlegt, als es eigentlich nötig ist, um es wieder zu rekonstruieren. Und bei dieser dyadischen Transformation ist es so, dass Sie das Signal in genauso viele Koeffizienten zerlegen, wie es eben original hat, um es wieder rekonstruieren zu können, also in die minimale Anzahl. Nun ja, also letztendlich in 3 Minuten kommt man diesem Wavelet wahrscheinlich nicht nah. Aber so viel also jetzt zum Einstieg. Wir haben also jetzt eine Mischung aus Lokalisierung im Frequenzraum und im Ortsraum. Das ist vielleicht das, was Sie mitnehmen sollten. Es gibt ein Wavelet, an dem kann man besonders anschaulich zeigen, wie so eine Zerlegung funktioniert. Das ist dieses H-Wavelet. Und diese H-Zerlegung, die gibt es eigentlich schon relativ lange. Die gibt es eigentlich schon seit der Jahrhundertwende. Die ist auch in der Literatur immer mal wieder unter verschiedenen Namen publiziert worden, in verschiedenen Kontexten. Das hieß mal Pyramidenzerlegung oder die hat also schon viele Namen und
Eigentlich ist auch gar nicht immer so ganz klar geworden oder gewesen, warum braucht man sowas, bis dann eben Ende der 80er Jahre diese Wavelet-Theorie kam, die dann letztendlich eine Verallgemeinerung von diesem einfachen H-Wavelet geliefert hat. Und die hat gezeigt, dass es eben auch noch andere Filter gibt als nur diesen sehr einfachen Filter, den wir jetzt gleich sehen werden, den man ganz schön anwenden kann auf ein Signal. Einfach mal zu sehen, wie diese Zerlegung funktioniert. Machen wir es am besten am Beispiel. Unser Signal sei wie folgt. Das besteht also aus 2, 4, 6, 8 Werten. Das sieht also so aus. Wir haben die 9, die 3, die 5, die 3, die 0, die 2, die 3, die 7. Das könnte jetzt unser Audiosignal sein und das könnte eine Zeile unseres Bildes sein, wenn wir jetzt unser Bild zeilenweise transformieren. So, und wie sieht jetzt dieses H-Wavelet aus? Wir haben also einen sogenannten Analysefilter. Das ist das, was wir eben gesehen haben auf den Folien. Da gibt es einmal die Wavelet-Funktion. Das ist das Ding, was so oft über der Achse ist wie unter der Achse. Und es gibt diese Skalierungsfunktion, die mir den komplementären Anteil rausholt aus dem Signal. Also wenn das Wavelet die hohen Schwingungen rausnimmt aus dem Signal, dann tut die Skalierungsfunktion genau das Gegenteil. Sie gibt mir den Tiefpass, also das, was übrig bleibt. So, bei dem Wavelet ist der Hochpass besonders einfach. Das sieht nämlich so aus. Also Hochpass ist hier, der geht erst auf 1, dann auf minus 1, dann geht er wieder bei 0 weiter. Also hier haben wir plus 1, hier minus 1. Und das wäre also dieses H-Wavelet. So, und Sie sehen auch, das hat auch offensichtlich einen kompakten Support. Also wir sind hier, wenn das hier 0 ist, das ist minus 1 und das ist plus 1. Dann sind wir wirklich definiert nur auf diesem Bereich. Das ist auch das, was man will, dass das nicht so lang verschmiert im Ortsraum, sondern dass es schön kompakt definiert ist. Deswegen ja auch dieser Begriff kompaktes Intervall. Also so sieht jetzt diese Wavelet-Funktion aus, die uns letztendlich nichts anderes gibt als die Differenz jeweils zweier benachbarter Werte. So sieht die Zerlegung aus. Sie schauen sich also die Differenz von zwei Nachbarn an, die schreiben sie sich weg. Dann gucken Sie sich, was bleibt übrig, wenn ich jetzt diese Differenz rausnehme. Dafür haben Sie den Tiefpass. Und der entsprechende Tiefpass sieht also hier so aus. Der ist einfach ein halb und dann geht es wieder bei 0 weiter. Diese Zerlegung, da ist man natürlich auch schon drauf gekommen, bevor man jetzt das Ganze als Wavelet bezeichnet hat. Sie können sich aus zwei benachbarten Werten die Differenz nehmen. Sie können sich das Mittel berechnen und daraus können Sie es ja auch offensichtlich wieder rekonstruieren. Jetzt behalten Sie im Hinterkopf, neben diesem einfachen Beispiel gibt es eben noch jede Menge andere Wavelets, die jetzt nicht mehr so leicht zu konstruieren sind wie dieses, die aber letztendlich auch nichts anderes machen. Sie zerlegen ein Signal in ihren Hochpassanteil und ihren Tiefpassanteil und sie können das Ganze dann auch wieder zusammensetzen. Damit das nicht zu esoterisch wird, wo macht man sowas? Ja, Sie kennen ja JPEG, also die JPEG-Kompression von Bildern. Das ist letztendlich diese diskrete Kosinus-Transformation, die wir gemacht haben. Das ist Fourier ohne den Imaginärteil und einer kleinen Abwandlung. Und bei der diskreten Kosinus-Transformation ist es aber so, dass Sie das gesamte Signal immer transformieren. Und bei den Wavelets, da tun Sie das eben lokal. Ja, also Sie gucken sich an, wie sieht die Schwingung an einer bestimmten Stelle aus. Auch das ist schon für die Bildkompression verwendet worden. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Wavelet 2000 Standard gehört. Das ist etwas moderner als der JPEG Standard. Kann Ihr Browser schon längst. Bei diesem Wavelet 2000 Standard ist man weggegangen von der diskreten Kosinus-Transformation und hat genau diese Wavelet-Transformation für Bilder verwendet. Und der Vorteil ist eben diese Lokalität. Das nur nebenbei. So sieht die Wavelet- und die Skalierungsfunktion aus. Schreiben wir das vielleicht hier nochmal hin. Also wir haben hier den Analysefilter. Da ist der Tiefpass, der ist also ein halb und ein halb. Und der Hochpass ist in meinem Fall jetzt plus 1 und minus 1. Und so können wir jetzt die Analyse oder das Zerlegen des Signals erstmal angehen. Fangen wir jetzt an mit dem Hochpass. Gucken wir uns mal an, wie jetzt die Differenz benachbarter Werte aussieht. Also wir nehmen uns hier diese beiden her aus diesem Hochpass. Hier, das ist das Ergebnis von der Hochpassfilterung, kriegen wir jetzt aus den beiden eine plus 1 mal 9 plus minus 1 mal 3, gibt hier 6. Jetzt haben wir also den Hochpass von diesen beiden hier rausgeholt. Jetzt rechnen wir noch den Tiefpass aus. Das ist ein halb mal das plus ein halb mal das. Also 9 plus 3 sind 12, durch 2 ist 6. So, und das machen wir jetzt auch mit den nächsten beiden Werten, also wieder der Hochpass. Plus 5 minus 3 sind 2 und ein halb 5 plus ein halb 3 sind 4. Also diese beiden hier verwurstet in die Differenz und den Mittelwert.
Und hier machen wir das wieder genauso. Plus 1 mal 0 minus 1 mal 2 ist minus 2. Und der Tiefpass 1/2 mal dem plus 1/2 mal dem ist 1. 3 minus 7 ist minus 4. Und 3 und 7 ist 10 durch 2 sind 5. So, und jetzt haben wir das Signal zerlegt. Wir haben es also in diesen Hochpassanteil und in den Tiefpassanteil zerlegt. Diese hier, die würden wir speichern. Mit denen machen wir nicht mehr weiter. Also wenn es jetzt um die Speicherung der Datei geht, dann wären wir hier fertig. Der Hochpass wird meistens nicht mehr weiter zerlegt. Und mit dem Tiefpass machen wir wieder weiter. Und auf den Tiefpass lassen wir genau das Gleiche los. Hier gucken wir uns auch wieder jetzt den Hochpass und den Tiefpass an. 6 minus 4 sind 2. Und 1 minus 5 sind minus 4. Und das Mittel daraus ist 1/2 mal 6 plus 1/2 mal 4 ist 5. Und hier 1/2 mal 1 plus 1/2 mal 5 ist 3. Das hier würden wir wieder speichern oder beziehungsweise uns behalten. Und hiermit machen wir weiter. Viel weiter können wir es nicht mehr machen. Wir sind jetzt gleich am Ende. Machen also davon nochmal den Hochpass und davon den Tiefpass. 5 minus 3 sind 2. Das müssen wir speichern. Und 5 und 3 sind 8 durch 2 sind 4. Diese letzte 4, mit dem machen wir nicht mehr weiter, die müssen wir auch speichern. Ja, also die können wir nicht einfach vergessen. Man kann sagen, das hier ist eine ganz grobe Sicht auf unser Signal. Ja, also wenn wir mit der ganz groben Brille auf das Signal gucken, dann sehen wir nur noch diese 4, diesen Mittelwert. Und das hier ist die etwas weniger grobe Sicht auf das Signal. Da lösen wir das schon ein bisschen feiner auf. Ja, und in der nächsten Stufe lösen wir das noch ein bisschen feiner auf und dann haben wir wieder das Original. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir hatten jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Werte und wir haben die in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Koeffizienten zerlegt. Also ist offensichtlich auch wieder so eine Basistransformation, wenn uns keine Information verloren gegangen ist. Das glauben Sie mir vielleicht hier einfach. Dann können wir daraus das Signal auch wieder rekonstruieren. So, wenn wir das Signal wieder rekonstruieren wollen, dann brauchen wir also, nachdem wir jetzt die Analyse durchgeführt haben, würden wir die Synthese durchführen. Wie sehen jetzt die Synthesefilter aus? Wir brauchen also jetzt einen Tiefpass und auch wieder einen Hochpass. Der Tiefpass wäre also hier auch 1 und 1. Und der Hochpass wäre 1/2 und minus 1/2. Also machen wir jetzt mal die Synthese wieder. Also wir haben hier 4 mal 1, gibt also 4. Und hier auch 4 mal 1, gibt also auch 4 hier. So, und dann haben wir 1/2 mal den Hochpass, nämlich hier diese 2. Also hier 1/2 mal 2 wäre 1/2 mal 2 ist 1. Und dann kriegen wir hier 5 raus. Und hier haben wir minus 1/2 mal die 2. Also minus 1/2 mal die 2 ist minus 1, kriegen wir 3 raus. Und Sie sehen, das sind genau diese 5 und diese 3, die wir in dem Schritt vorher hatten. Wenn wir jetzt da auch wieder diesen Tiefpassfilter drauf loslassen und das mit diesen beiden Hochpässen verrechnen, dann kommen wir hier raus. So sehen Sie, so kann man das offensichtlich wieder rekonstruieren. Also jetzt haben wir eine Wavelet-Zerlegung gemacht, eine sogenannte dyadische, in der wir immer die Fensterlänge verdoppeln und dadurch haben wir das Signal einmal zerlegt und dann auch wieder hergestellt. Einmal hatten wir hier eine Fensterlänge von 2 und auf dieser Fensterlänge von 2, da haben wir die schnellste Schwingung analysiert, die man auf diesem kleinen Fenster analysieren kann. Also genau gerade sowas, was hier so aussieht. Ja. So kann man sich das vorstellen. Auf diesem kleinsten Analysefenster haben wir auch das kleinste Wavelet, die Version des H-Wavelets, die man am meisten zusammenschieben kann, die haben wir verwendet, um auf der kleinsten Skala zu analysieren. Dann sind wir auf die nächstgrößere Skala gegangen. Dann sind wir jetzt also praktisch auf dieser Ebene. Dann hat sich die Größe von unserem Wavelet verdoppelt. Ja, dann sieht es also so aus. Und so. Und dann sind wir auf die nächste Skala gegangen und haben unser Wavelet wieder verdoppelt von der Größe her. Das sehen wir jetzt also jetzt auf dieser Skala. Das heißt, Sie sehen, was die Wavelet-Transformation macht, ist, sie nimmt hier durch dieses Wavelet, was wir loslassen auf unsere Funktion, sowas wie die Schwingung mit und sie tut das auch lokal. Und sie tut das lokal in verschiedenen Skalierungen. Hier haben wir die kleinste Skalierung und hier auf dieser Ebene hatten wir die größte Skalierung.
Also das ist die Besonderheit. Sie kriegen sowohl so eine Schwingungsantwort, würde ich es mal nennen, und Sie können aber auch sagen, an welcher Stelle das stattfindet. Also das ist nochmal eine Verallgemeinerung von dieser gefensterten Fourier-Transformation. Bei der gefensterten Fourier-Transformation haben Sie gesagt, ich nehme jetzt ein Fenster her, zum Beispiel von einer Sekunde, und lasse diese Fourier-Transformation auf dieses Fenster los. Hier geht man einen Schritt weiter. Man sagt, ich kann meine Fensterbreite eigentlich der Schwingung anpassen, die ich mir angucken will. Wenn diese Schwingung sehr hochfrequent ist, dann kann ich mein Fenster ganz klein machen. Und wenn diese Schwingung etwas niederfrequenter ist, dann muss ich mein Fenster sukzessiv größer machen. Das heißt, mein Fenster ist nicht einmal festgelegt für die gesamte Transformation, sondern meine Fensterbreite verändert sich mit der Geschwindigkeit der Schwingung, die ich aus dem Signal rausholen will. Das ist eigentlich die fundamentale Neuerung von der Wavelet-Theorie gegenüber dieser Kurzzeit-Fourier-Transformation, dass man sagt, ich muss mich ja gar nicht auf eine konstante Fensterbreite beschränken, sondern ich kann mein Fenster eigentlich variabel halten, jeweils mit der Schwingung, die mich gerade interessiert. Zumindest mal haben Sie jetzt mal ganz grundsätzlich was gehört zu dieser Wavelet-Theorie. Da gab es jetzt in den 80er Jahren einen ganz großen Hype drum, dann ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ich würde mal sagen, da bleibt schon was übrig davon.